Arminia Bielefeld gegen Kaiserslautern. Ich hoffe, ich habe die Einstellung richtig umgeändert. Sonst muss ich das gleich nochmal machen. Woo! Ich habe die Kommentatoren ausgemacht. Kaiserslautern ist der Tabellenerste. Wir sind auf Tabellenplatz. Habe ich keine Ahnung. Werden wir jetzt vielleicht nochmal sehen? Ich weiß gar nicht. 6? 7? Oder 8? Weiß gar nicht mehr genau, auf welchem Tabellenplatz wir sind. Wir werden auf jeden Fall uns Mühe geben. Mehr wie Mühe geben. Ja. Wichtig ist, dass wir einen kühlen Kopf auch beim Rückstand bewahren. Wir haben nicht das beste Team. Klar, Iliev sah auch schon in ein oder anderen Situationen nicht gerade geil aus, aber es passiert halt. Ziel ist weiterhin immer noch der Aufstieg irgendwie, irgendwo. Das ist mir ganz, ganz wichtig. So, die Tabelle nochmal. Und wir sind auf Tabellenplatz 6. Das ist gar nicht übel. Wir sind auch nur 2 Punkte von einem Aufstiegsrang entfernt. Und wir können Kaiserslautern richtig Druck machen. 5 Ligatore, Idrissou. Gar nicht übel. Mein Auge schmerzt gerade ein bisschen. Das wiederum ist schon ganz schön übel. Oh Gott. Ich werde blind. Komm her, Mikro. Ich bin ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich hab Schiss, ganz ehrlich. Ich habe diese Formation noch nicht mit Bielefeld ausprobiert. Ich habe mich ein bisschen in der 4. englischen Liga warm gespielt, deswegen habe ich auch so viele Punkte gehabt. Aber wir gehen jetzt mal rein. Idrissou am Ball. Ups, mein eigener Kopfhörer war gerade auf meinem Finger. Oh, das war ein guter Ball auf Mo Idrissou. Kann man ganz leicht. Einer der einzigen Schwarzen. Oh, oh, da ist es die erste Chance und da machen die den schon. Das ist echt übel. Das ist echt übel. Törre. Ja, was willst du machen? Mich nervt hier ein bisschen das Kabel meines Mikrofons, wenn ich ehrlich bin. Es geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Liegt nämlich da, wo meine Hand gerade ist. Und dementsprechend sieht das gerade ein bisschen nervtötend aus. Hoher Druck. Dann wollte ich einfach Anfang anspielen, aber wir kamen ja nicht einmal in Ballbesitz. Schade drum. Ich werde trotzdem mir große Mühe geben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Umstellung. Mal Kaiserslautern, da kann das mal passieren. Trotzdem schmerzt mein rechtes Auge, das fuckt richtig ab. Gut verteidigt. Klos, warum der jetzt auf die Außenposition gegangen ist, weiß kein Schwein. Töre, Nefkara und lässt den Ball stehen. Boah, mein Auge, ey. Ihr werdet's, wie ich es gerieben habe, wie ein Verrückter gerade. Boah, Alter. Irgendwas, irgendwie Wimper ins Auge gekommen. Richtig genial. Das Einzige, was mir an den Spielern überhaupt nicht gefällt, die wir eigentlich haben. Alter, das geht das gar nicht mehr klar. Einzige, was mir an meinen Spielern überhaupt nicht gefällt, ist die Verteidigungsarbeitsmoral. Ihr seht, habt es gerade hier nochmal gesehen. Klar, dürfen natürlich auch nicht so reingehen. Oh, wenn der Ball ein bisschen besser kommt und Klos ein bisschen schneller wäre. Wer da dran gewesen? Torre ist und bleibt trotzdem der Beste. Boah, ne. Kriegst du Krise, ja. Wir haben kaum was gemacht mit dem Ball. Boah, erstmal auf die Seite. Das dauert zu lang. Salga ist ein Spieler zum Beispiel, der mir nicht gefällt. Den mag ich wirklich gar nicht. Weil der ist nicht schnell und technisch nicht wirklich gut. Selbiges gilt für den guten Herrn Schütz in FIFA technisch blamabel, weil er eben kaum Ballkontrolle hat. Und ohne Ballkontrolle siehst du in FIFA halt, ja, schlecht aus. Dann machst du halt nix. Emre Can, schwacher Pass. Der wiederum war gut. Schütz, schwacher Pass. Aber das sind wir von dem ja eigentlich gewohnt. Eigentlich überhaupt keine Aufstellung für unser Team. Wenn ich mir das so mal angucke. Sehen wir. Oh Gott. Muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren.
Hier seht ihr das mit Schütz. Das ist richtig, richtig schlimm. Weil der technisch ganz, ganz schwacher ist in FIFA. Und das ist er halt. Das ist er halt. Kann man Arminia-Fan sein, so viel wie man will. In FIFA ist er wirklich nicht gut. Keine Ballkontrolle, kein Tempo, kein Zweikampf. Und das als Sechser. Und das ist echt mies. Und dann noch kein passen zu können. Dann bist du quasi der schlechteste Spieler auf dem Planeten. Zumindest was diese Position angeht. Und das waren richtig unschöne Laufwege. Ja, FIFA, lass mich auch einen Spieler spielen, der in der Nähe steht, damit ich auch mal mit in den Zweikampf gehen kann. Drahtzahn. Ah, Klos. Ah, Schönfeld. Laufwege sind nicht unsere Spezialitäten irgendwie im Team, ich weiß nicht. Hier, da bleibt er stehen, da bleibt er einfach stehen. Das sieht dann natürlich richtig kacke aus, wenn man da einfach stehen bleibt. Und der ist drin und was machen wir da? Was machen wir da? Die Aufstellung ändern. Wir sehen halt, ja, wir sehen halt, dass wir nicht in der Lage sind, gegen so ein Team zu stehen. Ich drücke mir gerade ins Auge, weil das nervt gerade richtig tierisch, dass ich mir alle paar Sekunden das Auge reiben muss. Sorgt natürlich dafür, dass ich hier echt keine Schnitte habe. Ja, was soll ich machen? Was soll ich da machen? Es ist sowohl als auch voll Wurst, was ich hier mache. Und das sieht nicht danach aus, als hätte unser Team den Hauch einer Chance. Wenn ich ehrlich bin, ganz im Gegenteil eigentlich. Und ich muss sagen, Experiment Schütz ist mehr als nur ein bisschen fehlgeschlagen. Der war richtig mies. Der war richtig mies. Da haben wir kein Land mehr gesehen. Das war, konntest du so nicht spielen. Das geht einfach so gar nicht. Und da hat Kaiserslautern zu Recht ganz schnell das 2:0 gemacht. Komm nicht in die Zweikämpfe. Und das Mikro geht mir ein bisschen auf den Piss mit dem Kabel. Das geht mir wirklich voll auf den Sack gerade mit dem Kabel. Liegt mir genau auf meiner Hand. Salga. Ich habe den Stadionsprecher gehört. Patrick Schönfeld mit der ersten Torchance. Seht ihr, da haben wir die Aufstellung geändert. Da ist dann Schütz schon weg und da ist dann nur noch Emre Can hinten. Eindeutig der bessere Spieler für sowas, meiner Meinung. Der ist mit gehörig Abstand der bessere Sechser. Das wiederum war alles andere als schön. Ja, Emre Can, das macht er richtig gut. Patrick Schönfeld auf weiter Flur. Emre Can. Ja, was mache ich mit Emre Can? Ich habe hier keinen zum Anpassen. Sembolo. Töre, Klos. Michi und der ist drin. Und ihr hört die Melodie, das 1:2. Das war schön rausgespielt, wunderschön. Klos, schöner Pass. Und das Tor. Und leider, leider ist es bei FIFA so, dass auch bei Auswärtsspielen das Ganze dann mit der Tormelodie untermalt wird. Das ein bisschen schade ist, aber egal. Kann man verschmerzen. Da gehe ich aber böse, böse weit raus. Los, versuchen wir ein bisschen dem Heinz auf den Fuß zu treten. Und er geht ins Aus. Nein, geht er nicht. Aber knapp. Gut nach oben gegangen. Patrick Schönfeld ist schon wieder ganz weit im eigenen Strafraum drin, wie er das so häufig ist. Klos. Da ganz gut gemacht. Einfach nochmal Ball halten. Efkara. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal ein bisschen rein. Sembolo. Sembolo. Gar nicht übel, gar nicht übel. Schade, Halbzeit, aber wir kommen jetzt besser rein.
Bei der Aufstellung bleiben wir beim 4-1-2-1. Schütz können geben wir einfach ab in der Winterpause. Ist einfach so. So, Halbzeit. In 1860 München liegt hinten gegen SC Paderborn. Ingolstadt liegt hinten gegen VfL Bochum mit 1-0. Karlsruhe liegt 1-2 hinten gegen Erzgebirge Aue. SV Sandhausen führt 1-0 gegen Dynamo Dresden. Und Union Berlin und Düsseldorf spielen gerade ein 1-1 zur Halbzeit. Ja, will man dazu großartig sagen? Ich habe meinen Teil schon gesagt. Ich habe Schütz schon rausgenommen, um ihn zu schützen. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe schon meine Meinung zu dem gesagt, dass der eine Gurke ist in FIFA. Ist er halt. Willst du, Mann? Kannst du nicht schönreden. Ist halt kein guter Spieler in FIFA. Der hat schlechte Werte. Und kannst du dann nicht schönreden. Das geht einfach nicht. So was schönreden gehört sich dann auch nicht. Kannst du in der Realität sagen, dass er gut ist? Oh! Alter! Das Kabel geht mir so auf den Piss, ne? Ich habe das Mikro was verschoben. Ein bisschen nach rechts. Damit das Kabel vom Mikro meine Hand mal ein bisschen in Frieden lässt. Das geht ja gar nicht klar. So, ein Fkara, Emre Can, da oben geht. Patrick Schönfeld durch. Emre Can gegen Idrissou. Emre Can immer noch am Ball. Emre Can geht oben mit Emre Can. Oh, der war nicht so schön. Er war nicht so schön. Törre. Und da haben sie es ganz leicht. Da haben sie es ganz leicht. Der war schön. Aber dann siehst du da nicht wirklich Patrick Schönfeld. Ich weiß nicht, warum der eigentlich immer hinten steht. Ich muss gleich mal die Arbeitsraten. Alter. Hammer uncool. Verteidigung. Also mit Außenverteidigern bin ich nicht zufrieden. Muss ich aber auch nicht. Boah, Sembolo, Ballkontrolle sieht anders aus, aber das Problem kennen wir ja jetzt bereits. Ist ja kein neues, was da aufgetreten ist. Der Ball zum Aus. Boah, Sembolo. Junge, Junge, Junge. Patrick Schönfeld gefällt mir eigentlich auch nicht so auf der Position. Alter, das Mikro geht mir voll auf den Piss. Vielleicht greife ich mal da durch. Ich rutsche mal näher ran und greife einfach mal durch das Mikro. Schönfeld raus, Petersch. Nee, Müller rein. Müller rein. Zieh ich das Mikro mal näher an mich und greif mal durch das Kabel. Oh, Alter, Töre, Laufweg. Laufweg. Emre Can. Ja, wenn FIFA sich mal entscheidet, dass ich einen bekomme. Und der steht nicht wirklich gut. Rechtsverteidigung. Finde ich, die steht nicht gut. Nein, Klos, dafür bräuchte man einen schnellen Spieler, den haben wir aber mit Klos nicht. Striffler, ich weiß eigentlich nicht, wie er wirklich heißt, aber der steht nie wirklich richtig. Das ist echt schlimm mit dem. Sembolo. Ballkontrolle, nix. Klos bleibt doppelt stehen. Oh Gott. Also... ich bin schon enttäuscht sehr vom Team, aber zu Recht teilweise auch. Also ein bisschen vorsichtig jetzt hier rausspielen. Boah, da ist keiner zum Anspielen. Klar verliert er da den Ball, da kommt auch keiner entgegen. Das ist sowas in Sachen, wo man sich tierisch aufregen darf. Ich muss hier immer noch mein Mikro umstellen, weil das nervt immer noch tierisch gewaltig, wenn das mir so übelst im Weg hängt. Los. Oh, Patrick. Ach, der ist ja schon draußen. Ja, ich weiß nicht. Ich finde die Laufbewegung von denen nicht genial. Ich weiß nicht. Ich mag das nicht, wie die sich da bewegen. Gefällt mir eigentlich alles nicht so sehr. Salga hier genauso wenig. Das sind keine richtig guten Laufbewegungen. Das sind eher so Sachen, wo du als Trainer deine Haare raufst, weißt du? Und dann spielen wir ganz offensiven Fußball und dann sieht er trotzdem noch so mucksig aus. Das ist echt übel.
Da, das Symbolo ist halt technisch ein ganz schwacher Spiel, aber ich sag dazu häufig. Aber wir, ich bin in der vierten Liga von England, bin ich Besseres gewohnt. Das ist so schlimm teilweise. Guck mal, der hat volle Ausdauer und kann trotzdem keinen Fußball spielen. Das ist echt übel. Ich werde jetzt hier mal komplett nochmal switchen. Und das ist nicht... Das wäre gerade hier genau wieder so eine Situation. Was macht der da? Ich drücke überhaupt nichts. Der Spieler denkt sich wohl, ja, ist so lustig. Wow, der ist drin! Das war richtig schön. Rechtsverteidiger, ich habe über ihn gemeckert. Ich habe über ihn gemeckert und da sind wir zurück. Da sind wir zurück. Und da kommt der Wechsel. Und wartet mal kurz. Ich muss das hier mit meinem Mikro mal machen. Das geht gar nicht klar. So, weg. Kann ich es näher an mich ranziehen. Bisschen bewegen. Ich muss das die ganze Zeit ein bisschen bewegen. Hört ein bisschen quietschen. Damit ich hier Platz für meine Hand habe. Schön gespielt. Das ist, glaube ich, ist jetzt so insgesamt. Oh, Töre. Guter Einsatz. Burmeister, Torwart und den Ball raus. Einfach nur raus. Peters. Oh, da muss ich den Ball eindeutig stärker spielen. Salga. Das gibt einen Eckball, das gibt einen Eckball, das gibt einen Eckball. Töre, 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 Sippe. Oh, da habe ich ein bisschen spät drauf reagiert, aber das war richtig genial. Ne, bisschen Ball halten und weiterhin... Boah, ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber... Ah, groß, Klospass. Sah halt jetzt nicht so schnieke aus. Müller. Klos. Can. Can, schöner Pass. Naja, geht so Pass. Schön rausgelegt zum Torwart. Der legt den hoch. Der legt den dahin. Und jetzt nach rechts. Nach hoch. Und nach außen legen. Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Nefkara, hatte ich mir die Ausdauer dafür. Scheiße, aber... Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Konzentration. Oh! Der Linksverteidiger auch mit einer Torchance. Und Kaiserslautern wechselt auch. 89 Minuten gespielt. Abstoß. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir sogar ganz gut geholt. Oh, da war Bolzen. Aber egal, das zählt als Foul. Interessant. Oh, da machen sie uns Platz. Töre. Ha! Es ist egal, es ist vorbei. Wir spielen gegen den Tabellenersten, gegen den zweiten Tabellenersten, gegen den wir spielen mussten. Trotz wir auswärts ein Unentschieden ab. Ein 2:2, wie schon gegen Fortuna Düsseldorf, weil ich die Ruhe bewahrt habe. Und weil wir einen coolen Kopf bewahrt haben, da Leute ausgewechselt haben, die guten Leute reingeholt haben. Und Klos, einer der besten heute, fand ich, zumindest einer der besten Partien für uns hier gespielt hat. Hat war ein schönes 2:2. Vielleicht hätten wir noch das 3:2 erspielen können, aber das ist schon mal so ganz okay. Wir spielen diese Aufstellung so nicht und wir spielen weiter. Fabian Klos war sogar bester Spieler bei uns. Hut ab. Hier, Schütz, ihr seht selbst. Kannst du knicken, den Mann. Fand ich auch nicht wirklich gut. In FIFA ist der eine Graupe und der wird wahrscheinlich auch zum Transferperiode gehen. Weil ich sehe da keinen Sinn drin, den zu behalten, weil der hat
noch nie eine gute Partie für uns gespielt. Noch nie. Und das ist echt übel. Weil kein Ballkontrolle, keine Geschwindigkeit, keine Zweikampfstärke und kein Passen bedeutet Game Over bei FIFA als Sechser. Das sind super K.O.-Kriterien. Ich meine, du musst ja nicht ultimativ schnell sein, aber wenn du schon nicht passen kannst, das ist dann echt schlecht. Das ist übrigens seit Patch, landet man immer im Nachrichtenarchiv, automatisch. FIFA hatte nämlich den Patch 1.1, wie auch immer, drauf und seitdem ist das so. Gehen wir direkt mal switchen. Die Formation. Nein. Komm schon. Menü. Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Machen wir direkt danach. Schauen uns dann nochmal die Tabelle an. Wir waren ja Tabellenplatz 6. Weil wenn wir so gegen die Großen spielen, dann können wir auch mal so gegen die Kleinen spielen. Was ist denn unser Standard? Ne, das spielen wir auf jeden Fall nicht. Wir spielen das 4-4-2 in einer breiten Raute. Das war schon ganz okay so. Und Schütz, ja, der ist halt, ne, ihr habt es gesehen, kannst du nicht so wirklich gebrauchen. Töre, komm, auswechseln, Kara, ja, dahin, Schönfeld. Ach, was mache ich da? Dahin. Schönfeld hat wieder eine schöne Partie gespielt. Hahaha, ist doch nicht ein schöner Wortwitz. Symbolo hat mir auch ganz gut gefallen. Ich muss sagen, das war gar nicht so schlecht. Gucken wir uns doch mal die beiden jetzt im Vergleich hier an. Ihr seht, Tom Schütz ist sogar schwächer wie Jan Fieser. Tja. Da hat er sich ausgeschützt. Sembolo, komm schon. Lass mich hier nicht hängen. Ruckel, ruckel. Riese. Ich glaube, der war ganz, ganz jung. Ne? Ja, der war ganz, ganz jung. Hat eine doppelte hohe Arbeitsrate. Nehmen wir Fließer raus und noch einen Stürmer mit und Schütz ist damit raus. Das hat sich einfach angedeutet, dass der bei uns aus der Startelf fliegt. Beziehungsweise auch vor der Bank. Weil der wirklich kein gutes Spiel gespielt hat. In der Vorbereitung hatte der ein, zwei gute Spiele. Danke übrigens an der Stelle an einen fleißigen Schreiberling, der mir gesagt hat auf Folge 1, dass das eben nicht Wigan Athletic aus der ersten Liga, sondern Wigan Athletic ist abgestiegen und dementsprechend Zweitligist. Danke für die Info. Und ja, natürlich wollen wir uns verstärken. Hakan Çalhanoğlu und sowas, das sind Spieler, die kennt jedes Schwein. Alex Meyer, ja, Max Meyer oder so, der ist auch super. Oder Maximilian Meyer. Das sind alle Spieler, mit denen hat man Talent. Kaiserslautern konnte sich an der Tabellenspitze halten. Die mit 8 Spielen, ja, Düsseldorf und Bochum. Wir sind immer noch in Angriffsreichweite. Ich weiß nicht, wir sind irgendwie unerschütterlich. Wir wollen einfach nicht verlieren, habe ich das Gefühl. Wir kommen immer zurück. Striefler gibt Gas. Ja, dat, ich fand das echt nicht übel. Und an der Stelle, ja, verabschiede ich mich vom Sonntag. Und wir sehen uns am Montag wieder bei FIFA 14 mit mir im Nefkara. Ciao, ciao.